Wichtig vor Inbetriebnahme. Bitte lesen. Lieber Kunde, bitte beachten Sie beim Auspacken Ihres Computers auf eine ausreichende Erdung. Erdung ist ein Vorgang, bei dem elektrische Ladungsunterschiede ausgeglichen werden. Durch die Erdung wird verhindert, dass sich die statische Aufladung des Körpers, entstanden etwa durch Reibung vom Teppichboden zum Beispiel, auf PC-Komponenten entlädt und diese dadurch beschädigt. Wichtig, falls Sie diese Hinweise nicht beachten, kann die Garantie verfallen. Die Hersteller der verschiedenen Komponenten können nachvollziehen, ob Defekte durch Überspannung entstanden sind. Naja, wenn die das können. Was geht, Leute? Und alles fit bei euch? Also ich habe jetzt endlich meinen PC heute bekommen. Und zwar mein Bildschirm ist sogar auch schon da. Guckt mal hier. Da ist übrigens mein alter Bildschirm jetzt. Den habe ich auch schon vertickt. Den muss ich morgen noch abschicken. Ich habe mir nämlich jetzt einen 4K-Monitor bestellt mit 160 Hertz. Wie dünn die Displayränder mittlerweile sind, ne? Das ist natürlich auch schon krass. Naja, von hinten schaut er so aus. Da sind die Anschlüsse. Ein Displayport-Anschluss nur, aber reicht mir. Für einen PC. Letztes HDMI. Und der hat sogar auch HDMI 2.1. Das kann man theoretisch auch die PS5 und Xbox da anschließen. Ich schaue jetzt erstmal meine Brille. Hier ist auf jeden Fall gerade Chaos. Da muss später auf jeden Fall aufgeräumt werden. Ich würde sagen, wir verschwinden jetzt mal nach unten und checken jetzt mal, was die Spedition uns da gebracht hat. So, oh, juch, Alter. Was geht denn hier ab? Zerbrechlich, durchaus. Halbes Glasgehäuse. Eieiei, also das ist der PC auf Palette geliefert. Mit OVPs und allem. Und ich würde mal sagen, wir packen jetzt den mal aus. So, jetzt wurde es nochmal ein bisschen sportlich. PC und super finde ich schon mal von mir gekommen. Ich habe gesagt, alle OVPs sollen dabei sein. Hat super geklappt. Ich habe übrigens auch noch dazu bestellt ein externes Blu-ray-Laufwerk und eine Webcam 1080p 60 Frames. So, jetzt ist. Und ja, jetzt wurde es nochmal sportlich. Und zwar, der PC muss jetzt raus. Wir sehen uns gleich wieder. So, muss ich noch ein paar Teile entfernen, da drin. Da sind nämlich noch ein paar so, wie nennt man die Teile, halt zum Polstern. Und wie ihr seht, ist es hier die Get On My Level Edition von MIFCO, und zwar die Extreme. Ich habe mir diesmal einen High-End-PC gegönnt, ein Kindheitstraum wird einfach wahr. Und ich würde mal sagen, ich stecke den jetzt mal erstmal ein, um erstmal ein optisles Bild zu bekommen. Guckt euch allein schon mal den Stromstecker an. Zwischen riesen fetten Klotz. Ich sag kein Deutsch, aber naja. Guck mal, ob das jetzt hier. Ne, falsch herum. Eieiei, was ist das für ein Ding? Okay, Strom an. Okay. Jetzt müssen wir nur noch den Anknopf finden. Ich glaube, das ist hier. Oh mein Gott. Was ist denn hier bitte los? Oh. Alter! Alter, die Wasserkühlung ist halt wirklich, also krass. Eieiei, der RAM auch, den habe ich, das ist das Einzige, was gewechselt hat, der Arbeitsspeicher. Und wir gucken uns mal die Front an. So.
So, wir sind jetzt schon so weit hier, der PC im vollen Takt. Wir haben es geschafft. Bin jetzt gerade dabei, ein paar Sachen noch zu ziehen, datentechnisch. Jetzt kommen wir erstmal zu den Komponenten, die verbaut sind. Ich habe da natürlich ein Papierkram hier bekommen, nennt sich auch Rechnung. Zu einem haben wir als Prozessor den AMD Threadripper 3900X, genau, ja, mit 24 Kern, 32 Threads. Oh, ich habe noch kurz die UVP vergessen. Also ein AMD Threadripper. Das ist das Einzige, was ich als UVP nicht bekommen habe, die originale Verpackung von dem Threadripper, den ich drin habe. Aber ich habe mir einen Threadripper UVP tatsächlich auf eBay bestellt für 25 Euro, weil ich den von der Verpackung her sowas von geil fand. Ich bin UVP-Fetisch. Ich habe so einen Fetisch. Ich weiß nicht, warum das so ist. Auf jeden Fall der Prozessor, ein AMD Threadripper. Dann kommen wir zum Arbeitsspeicher. Und zwar haben wir hier, wie ihr sehen könnt, 8 schöne Trident Z Royale von G-Skill. Das sind 8x8, entspricht 400 GB RAM, DDR4 mit 3600 MHz. Das sind die OVPs, ziemlich ja, luxusmäßig gehalten. Diesen RAM habe ich sehr schon mal auf Insta gesehen, glaube ich, oder auf TikTok was. Also brutal, wie die ausschauen. Ich meine, schaut es euch an. Die sehen aus wie so Diamantsteine, ne? Krass, ne? So, dann das Mainboard. Einmal das TRX 40 AOS Extreme. Also von da, jetzt hier, wie ich das jetzt hier beobachte, jetzt von außen jetzt. Also das Mainboard ist wirklich ein Schiff. Abartig, ist auch eine riesen Verpackung. Das ist, also so schaut es aus hier, so ohne Komponente. Und ich habe tatsächlich auch hier noch ein bisschen Sachen drin, und zwar also natürlich SATA-Kabel, dann noch so Kabelmanagement, und was noch dabei ist, ich habe hier noch so ein, genau, das schaut aus wie eine Grafikkarte, ist aber gar nicht, und zwar einmal so ein PCIe Teil. Das kommt rein wie so eine Grafikkarte. Da kann man bis zu 4 M2 SSDs einbauen. Und dann kann man damit praktisch die Leistung summieren. Gut, passt bei mir aber nicht mal rein. Aber im nächsten PC kann man das ja mal versuchen. So, dann machen wir weiter mit der Grafikkarte. Grafikkarten, wie man schon sieht. Und zwar werden hier zwei Grafikkarten gekühlt. Und zwar zweimal eine RTX 3090. Warum habe ich jetzt nicht auf eine RTX 4090 gewartet? Das ist einfach so, ich habe die zwei RTX 3090 jetzt günstig bekommen. Das ist natürlich jetzt hier die von Zotac Gaming Trinity. Auch so eine richtig geile UVP. Also die letzte UVP, die ich hatte, war eine RTX 2080 Ti von Gainward. Und deswegen, also da ich die Grafikkarten sehr günstig bekommen habe, die sind natürlich umgebaut worden zur Wasserkühl-Grafikkarten. Da habe ich auch später ein ganzes Set dafür als UVP bekommen. Ja, natürlich bestellt bei MÜVCOM, habe ich ja schon mal gesagt. Deswegen habe ich mich jetzt diesmal anstatt auf eine 4090 auf zwei RTX 3090 mal. Ich habe mal wieder Lust gehabt auf SLI, ich hatte schon mal SLI drin, und zwar zwei GTX 1080er Ti's. Und in der, von der Leistung her sind ja zwei RTX 3090 besser als eine 4090, die dann rauskommen wird, hundertprozentig. Und der 4090 Ti. Die wird ja auch von der Leistung her jetzt von der 4090 auch immer nur vielleicht 15% mehr oder sowas sein. Das ist eigentlich immer schon so gewesen, also von dem her. Und ja, gut, wenn mir das mit den zwei Grafikkarten auf den Sack geht, werde ich auf jeden Fall dann sowieso auf die 4090 switchen. Aber ich denke mal, da wird es keine Probleme geben, da ich ja nur so Sachen wie GTA, Red Dead Redemption 2 zocke, die auch SLI unterstützen. Und ich glaube auch darauf, dass GTA 6 SLI nimmt irgendwann mal, wenn das Spiel rauskommt. Ansonsten so Sachen wie FIFA oder so. Ich meine, eine RTX 3090 ist ja schon mehr als genug. Also von dem her, was soll ich euch sagen, ne? So, dann kommen wir mal zu den Festplatten. Heißen die überhaupt noch Festplatten? Ich glaube, Festplatten sind ja die mechanischen Teile. Die SSDs. Und zwar haben wir hier zweimal... Oh, scheiße. Zweimal eine Corsair MP600 Pro XT. Das schnellste auf dem Markt, was es gerade gibt. Schreibt 6,8 GB pro Sekunde. Krass auf jeden Fall. Ich wollte auf jeden Fall bei einer Windows drauf haben und andere Sachen auf der anderen Games. Und als Massenspeicher gibt es eine Samsung 870 QVO mit 4 TB. Das ist zwar jetzt eine 8 TB Verpackung, warum ich
auch immer ich die mitgeschickt bekommen habe, sind aber nur 4 Terabyte, so wie ich sie bestellt. Gut, aber das wär's dann schon mal hier. Ich muss hier unbedingt Ordnung machen. Ansonsten haben wir natürlich noch hier die Lüfter. Also wir haben hier 10 Lüfter. Also das heißt, das ist der hintere Lüfter hier, der hier. Und dann gibt es von denen einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Lüfter von denen. Und die LED-Ketten von Corsair Lightning Note Pro, die hatte ich schon mal gehabt, habe ich wieder genommen. Bereue ich auch nicht. Ansonsten die von der Wasserkühlung, die Grafikkartenteile und da die 360 Radiatoren. Und ich glaube, das sind sogar die Grafikkartenteile. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ey, mit Wasserkühlungen checke ich absolut gar nichts, ne? Muss ich euch schon mal sagen. Naja, wie dem auch sei, es geht auf jeden Fall wieder weiter mit Videos. Ich habe endlich meinen scheiß PC. Mein Laptop verkaufe ich. Ich bekomme gerade bloß nicht weg. Aber gut, ich überlebe schon. Kein Problem natürlich. Und ja, das ist auf jeden Fall die Front. Das Wasser in Schwarz gefällt mir sehr gut. Und ja, bin zufrieden. Also Leute, ich wünsche noch viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao.